Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück bei Polybridge 2 mit der Déjà-vu-Kampagne. Wir sind bereits in Tropical Paradise, Welt 7 von Polybridge 1 in Polybridge 2. Und wir starten direkt mit dem Level Trapdoors. Wir haben drei Wagen, die an drei verschiedene Ziele müssen, ohne Hydraulikphase, ohne Feder. Okay. Geschwindigkeiten sind alle gleich. Ich denke, also wahrscheinlich wollen die irgendwelche mechanischen Dinge haben, die ich allerdings nicht hinbekomme, weil ich da nicht gut drin bin. Deswegen würde ich versuchen, das Ganze über den Fakt zu lösen, dass sie eben, dass er hier mehr Zeit hat zu beschleunigen. Das heißt, sie sind unterschiedlich schnell bei diesem Sprungpunkt. Er am langsamsten, er am schnellsten. Ich hoffe, dass ich darüber irgendwie zu einem Punkt komme, wo ich sagen kann, hey, hey, das klappt. Oder das hilft. Wenn ihr wisst, was ich meine. So nicht. Ich würde ihn eher so festmachen wollen. Gucken wir mal, ob das direkt klappt. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Ich meine, ich kann hier natürlich jetzt noch eine Straße hinbringen. Damit würde ich den ersten Wagen wahrscheinlich ins Ziel bekommen. Ich glaube aber nicht, dass ich den zweiten auf diese Weise auch irgendwie ins Ziel kriege. Er ist natürlich schneller, aber ich glaube nicht, dass er jetzt trotzdem schnell genug ist. Nee. Das wird nichts. Das wird nichts. Die Idee können wir direkt streichen. Die sind nicht schnell genug, um das hinzubekommen. Das heißt, man wird komplizierte Trapdoor-Mechanismen bauen müssen. Ich habe sowas natürlich schon bei anderen Leuten gesehen. Es gibt das Level mit dem Flugzeug, wo unten ein Laster fährt, ein Flugzeug hier mittig fährt und genau in der Flugbahn das Flugzeug ist ein Checkpoint für einen zweiten Wagen. Da ist es wohl vorgesehen, dass der untere Wagen rüberfährt, da im Prinzip eine Straße wegbewegt, wodurch ein Mechanismus gemacht wird, wodurch dann eine Straße runtergelassen wird, damit der obere Wagen fahren kann. Das ist hier im Prinzip genauso. Das heißt, das Taxi, wenn hier drüben ankommt, muss hier auf dem Weg eine Straße mitnehmen, wodurch eine Bewegung der Straße stattfindet und dann eben hier im Prinzip der Weg für das nächste Taxi freigemacht wird. Denke ich. Problem ist, ich weiß nicht, wie man sowas baut. Hält das von sich aus? Ich denke schon, oder? Das ist ein Nein. Okay, dann machen wir das weg. Machen hier eine Schräge hin. Machen hier eine Schräge hin. Und ich denke, das sollte halten. Ja. So, wir bekommen so also auf jeden Fall den ersten Wagen rüber. Ich fände es immer noch gut, wenn ich irgendwie doch so eine Art Sprung hinbekäme aufgrund der Geschwindigkeit. Ich kann mir das nicht vorstellen. Er wird nicht schnell genug. Und selbst wenn, ich würde ihn nicht, ich nehme an, dass das 2 Meter sind, 2 Meter Höhenunterschied hinbekommen, weil er zu langsam ist. Im Prinzip brauche ich hier eine 4,50 Meter Straße. So. Vier Meter fünfzig Straße.
tickst du rum, weil der Punkt da ist, dann machen wir es so. Mir egal. Diese Straße muss erstmal oben gehalten werden. Wenn der hier unten gegen die Straße fährt, sagen wir mal hier. So. Wenn das Auto, das untere Taxi, diese Straße hier erwischt und sie im Prinzip entweder nach da schiebt, bis hierhin, oder wirklich als Klappe hierhin macht, dass sie das einfach nur hochklappt. Dieser Bewegung muss irgendwie was passieren, damit diese Straße runtergelassen wird. Ich weiß nicht, wie das geht. Gibt es eine andere Alternative? Außer die technische. Ich weiß nicht, ob ich dem ersten Taxi so eine Art Mantel bauen kann, das lang genug wäre, um ihn einmal quasi hier die Straße zu ebnen, aber das würde halt C nicht nach oben bringen, sondern nur B. Wenn wir das mal überlegen, wie würde das funktionieren? Also das hier wird komplett nach da geschoben. Weil das Auto kommt. Er drückt hier gegen. Der bewegt sich nach da. Ich krieg das nicht mal theoretisch hin. Ich glaube, es ist hier sogar tatsächlich schlauer zu sagen, wir überspringen das direkt und gehen auf 7-2. Oh, das ist wieder so ein... Ich will nicht. Ich glaube, es ist jetzt aber aktuell schlauer zu sagen, weißt du was? Wir überspringen wirklich erstmal das andere Teil. Und, lassen das einfach mal Level sein. Weil ich bin mir sehr sicher, dass diese Mechanik, die ich da drüben brauche, aktuell einfach noch nicht unbedingt für mich erschwinglich ist. Hält das von sich aus? Ja. Das Problem hieran ist, ich weiß, was ich tun muss. Und ich weiß, dass es nervig sein wird. Das ist nämlich quasi wie die wöchentliche Herausforderung, die wir schon mal hatten. Und wir hatten, glaube ich, so ein Level schon mal in der Déjà-vu-Kampagne, wo mit einer Hydraulik das ganze Ding hier bewegt werden muss. Das heißt, ich muss wieder einen Mechanismus bauen, der hier einfach alle miteinander verbindet, wenn eins eingezogen wird, dass es die anderen mitnimmt. Wir haben hier auch die Halterung dafür. Das Problem ist an so einer Art Level, ich kann mir das nie merken, wie das geht. Das heißt, ich muss jetzt hier an dem Level auch erst wieder rumtesten. Bis ich das einigermaßen hinbekomme. Weil das nämlich auch immer ein Problem ist. Die richtigen Prozente hinzubekommen, damit er weit genug einzieht. Wir versuchen es erstmal nur an der einen. Nein. Nein. Ist steiler besser? Flacher besser?
Kann es mir nicht vorstellen. Okay, flach ist besser. So, Nummer 1 funktioniert. Jetzt geht es darum, ich muss diese Bewegung auf alle anwenden. Das versuche ich jetzt hier rüber zu machen. Ich weiß nicht, ob das sinnig ist. Ansatzweise sinnig, nur noch nicht perfekt, weil die Übertragung nicht gut ist. Besser, aber noch nicht gut genug. Problem ist, wenn ich hier zu flach gehe, ist natürlich das Seil wieder hier im Weg. Weil das Seil jetzt nicht mit hochgeht, das geht runter. Das heißt, jetzt ist die Höhe richtig, aber das Seil ist im Weg. Das heißt, wir müssen hier im Prinzip einen höheren Punkt bauen. Von dem aus ich das hier mitnehme. Oder halt nochmal einen Zwischenarm wieder machen. Das hält nicht. Wir können auf jeden Fall, also Sparpotenzial, was direkt da ist, ist hier bei der Brücke. Durchgehend. Das ist schon mal offensichtlich. Vielleicht nicht so extrem, doch sogar so extrem, wie ich es gemacht habe. Das heißt auf jeden Fall, das weg. Das erstmal dreimal reinkopieren, zweimal reinkopieren. Weil das ist jetzt schon mal ein bisschen günstiger als vorher. Eventuell geht hier sogar auch Seil statt Kabel. Würde doch mal ein bisschen Geld sparen. Wir testen es. Sieht gut aus. Okay, das funktioniert. Jetzt geht es einfach nur um die Übertragung dieser Bewegung auf die anderen beiden. Mehr ist es im Prinzip nicht. Ich fand die Idee mit dem Zwischenankerteil eigentlich ganz gut hier. Problem ist aber die Übertragung. Weil er die nicht hoch genug zieht. Wenn ich den hier kürzer mache, müsste er höher gezogen werden, aber er wird wahrscheinlich eher reißen. Kann ich mir vorstellen, dass die Brücke den Zug einfach nicht aushält. Ha? Noch nicht. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt hierhin mache, wird es nicht mehr gehen, oder? Das hält die Brücke. Oh, sie hält's aus. Das habe ich nicht erwartet. Okay, das Ganze jetzt nochmal hierhin kopiert. Und dann könnte das wenigstens auch ein kleines, in Anführungszeichen, Happy End sein. Weil ich dann das Level geschafft hätte, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich meine, wir sind in Welt 7. Ist natürlich die, in Anführungszeichen, schwerste offizielle Welt. Soweit ich mitbekommen habe, gibt es noch eine geheime Welt in Poly Bridge 1. Die habe ich nie erreicht, weil ich Poly Bridge 1 nicht fertig gespielt hatte, weil dann die Updates kamen und dann hatte ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Ah, links geht nicht weit genug hoch. Das heißt, ich muss den niedriger machen. Eventuell auch auf den ersten Punkt setzen. Versuchen wir es. Mit dem ersten Punkt, ja oder nein?
Da reist er. Du reist, okay. Hält Kabel das Ganze aus. Jetzt habe ich mehr Gewicht, dass das Ding hier ziehen muss. Perfekt. Perfekt. Oh, wie gut. Das habe ich nicht erwartet. Schön. Natürlich alles andere als kosteneffizient. Wir schauen uns mal ganz kurz hier auf die budgetgünstigsten an. Die werden vom Prinzip her dasselbe gemacht haben, nur halt effektiver. Trygief, okay, er ist auch ein Meister in dem Spiel. Hat die... Okay, schlau auf jeden Fall. Die Brücke, leider war die Wiederholung sehr schnell. Die Brücke gekürzt, die hochgezogen werden muss, dadurch weniger Belastung, deswegen auch einfacher. Aber er hat das natürlich perfekt ausbalanciert. Sehr gut. Nochmal Trygief. Ich finde diesen Mechanismus da cool. Aber wir wären aktuell auf Seite 2. Also wir wären hier im guten Bereich. S.A. Spencer, selbes Konzept wie ich, nur deutlich besser. Was hier drüben das angeht, flacher das Ganze. Die Verbindung einfach gut gemacht. Was mir nicht gelungen ist. Kurzer Blick auf das teuerste. Duct Tape Ninja. Okay, da hat das Ganze hochgezogen. Er hat einen ganzen Kran gebaut. Mit 100.000. Schön. Cool. Auf jeden Fall. Also wenn man sowas kann, warum nicht? Ich kann das nicht. Er hat dieselbe Idee gemacht wie die meisten, nur halt teurer. Okay, weiter geht's. Level 7.3. Plough Ahead. Level 7.3 von Poly Bridge 1. Alle fahren gleichzeitig. Alle außer B. Ich gehe mal stark davon aus, dass er über die drüber fahren würde. Das heißt, die Brücke hier in der Mitte muss stabil sein wie Bolle. Gehen wir über eine Suspension Bridge. Komm schon. Jetzt habe ich schon wieder das Tool an und ich bin trotzdem nicht in der Lage, das hinzukriegen. Gucken wir mal, ob eine reicht. Ansonsten machen wir eine zweite. Ich glaube, ich brauche eine zweite. Wenn ich mir das so anschaue. Ja, definitiv. War zu erwarten. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Dann eine Verbindung hier durch und eine Verbindung hier durch. Das sollte die Stabilität bringen, die ich brauche. Hoffe ich. Die Frage ist, ob er ohne Probleme über die drüber kommt. Wenn ja, ist das nächste Problem, ihn einfach nur über den Wagen drüber zu bekommen. Ah, das hält noch nicht. Ich denke, es ist fast schlauer, ein weiteres Dreieck mit reinzumachen und über Seile zu gehen, statt das mit Stahl zu ersetzen. Ich glaube, wenn ich hier anfange, mit Stahl zu ersetzen, wird es insgesamt teurer als mit den Seilen und Holz. Vermute ich. Okay, vielleicht auch nicht. Dadurch wird es natürlich definitiv teurer. Ich weiß nicht, ob das jetzt besser geworden ist. Das ist ein Nein. Problem 1 ist natürlich die Stabilisierung der Brücke. Okay. Guck mal, die Gruppe ist stärker als das Einzelne. Ich meine, wenn die den weit genug fahren, kommen die alle ans Ziel. Oh.
Finde ich aber trotzdem ganz nett. Zählst du nicht, oder? Ja. Ich kann das nirgendwo festmachen. Ich würde ihn halt gerne einen kurzen Moment zurückhalten, ohne dass es reißt. Wie kann ich den kleinen Leuten da helfen? Da verkeilt es. Ich weiß, ich habe das Problem, dass da ein Bruch ist. Ist mir bewusst, da muss ich dann mal schauen. Allerdings, das erst beim nächsten Mal. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Einschalten. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffe, ich sei dabei. Wenn es weitergeht, morgen Déjà-vu-Kampagne mit Welt 7 aus Poly Bridge 1 in Poly Bridge 2. Ist dann noch einen schönen Tag und auf Wiedersehen.